Ja. Da ist noch ein Land. Naja, also. Das ist nur eine Provinz, ne? Das ist eine wichtige Provinz, da kann man schon mal mit Russland Krieg führen drum. Tja. Selbst schuld, ne? Ich kann mich mit Kanda verbünden. Ich glaube, das geht's bald nicht mehr, Kanda. Kann sogar Visualisierung anbieten. Oh, das ist eine gute Idee. Das solltest du tun. Dann übernimmst du den Krieg. Gemeinsam mit Russland kannst du das Osmanische Reich in die Knie zwingen. Ich glaube an dich. Und technisch hat Russland mehr. Was? Tatsächlich. Aber Russland hat keine Rekrutenreserve mehr. Also, das ist sehr wichtig. Auch das sehr stimmt. Schwer. Ja. Deutschland auf 3 stellen. Ich habe jetzt nicht so viel. Aber hey, wenn ich Russland helfen würde, vielleicht wird es was werden. Ja, Russland hat auch keine Professionalität. Aber 55% Verteidigung. Das Problem ist, helfen bringt mir nichts, weil ich habe gerade Überdehnung wie Sau. Kriegst Geld? Du kannst Provinzen entlassen vielleicht. Vielleicht werden Provinzen entlassen, wenn Osmane hart genug zusammengeschnalken wird. Das ist mir aber zu wenig. Und vielleicht kommt Österreich, das hat ja auch noch Ansprüche auf das Osmanische Reich, dann auch noch in den Krieg und ihr zerdrückt den Osmanen einfach. Die Möglichkeiten. Wenn du mitmachst, dann let's go. Spanien macht auch mit. Also, gegen Osmanen. Ja. Und gegen Russland. Also Russland macht auch mit so. Ich habe nicht mal eine Möglichkeit, da Truppen hinzubringen, so richtig. Du kannst durch mein Land laufen. Du kannst durch Russland laufen, durch mein Land laufen. Oh, wow. Den Verschleiß frisst mir meine ganze Reserve wahrscheinlich weg, bis ich unten bin. Hey, müsste mein Hauptflotte das gerade nicht durchsichern, bevor ich dir was schicken kann. Deine Hauptflotte ist doch nie irgendwie da, oder? Hey, hier brauchte ich sie stationiert, meine Indonesien. Normalerweise ist sie in Europa. So einfach von Skandinavien aus runterlaufen. Ja, aber weißt du, was verschleißt du da in Russland hast unterwegs? Ja. Hallo, wieso brauchst du bisschen. Kanonen? Hallo, würdest du bitte nochmal 5 Kanonen bauen? Danke. So eine Chance gibt's vielleicht nicht mehr. Ja, aber es kann mir ehrlich gesagt egal sein, weil der Osmanen nicht so richtig zu mir kommt. Ich bin nicht der an seiner Grenze, du bist das. Ja, warte mal ab. Der kommt jetzt nach oben. Ja, wenn Russland plötzlich eine Personalunion mit mir hat, dann habe ich Probleme. Nee, dann habe ich keine Probleme mehr. So, auch schnell den Händler irgendwo platzieren. Ich denke nicht, dass der Osman mich noch angreifen wird. Sonst hätte er schon längst getan. Ja, es ist das Bündnis mit Spanien und mir. Das ist ihm dann zu groß. Ja, müssen wir aber testen, ein Bündnis auflösen, ob dann der Osman instant angreift. Ägypten? Glaube ich nicht. Ja, was hat Ägypten noch für Verbündete außer uns zwei? Nix, oder? Doch. Was denn? Ming, hab ich. Du bist mit Ming verbündet? Was? Verarschst du mich gerade? Muss ich gleich mal gucken gehen. Tatsächlich. Was?
Was soll das? Ding ist mein bester Freund. Weiß man doch. So ein Gelaber da. Ming ist unbedeutend. Ist wirklich unbedeutend. Ist noch unbedeutend. Mittlerweile ja, leider. Ich bräuchte noch. Ich glaube, ich sollte mehr Handel abschöpfen, als irgendwo hin zu übertragen, aber ist, glaube ich, alles nicht mehr so wichtig inzwischen. Ich bräuchte noch Dingsbums da unten. Den Namen, den keiner aussprechen kann. Nagaur, Jim, Mara, Gujarat, Andhra. Ich sag einfach mal Indien da unten. Vijayanagar. Ja, genau. Kann man doch aussprechen, weiß nicht, was du willst. Ich kann nicht mal. Kannst du keine deutschen Namen aussprechen? Was ist dein Problem? Die haben auch deine 1000 Truppen. Oh, Deli, jetzt geht's dich dir an dem Messer. Was, Deli? Ja. Ich möchte gewisse Handelsprovinzen, vor allem von denen. Ich schlage erstmal meinen Berater den Kopf ab. Was? Ja, gib Kirchenmacht. Da kann man da schon mal einen Kopf runterschlagen. Ich müsste meine Händler mal besser optimieren, aber ich habe so gar keine Lust dazu. Passt schon. Geht genauso. Inzwischen mache ich ja 220 plus. Ja, Geld ist eigentlich nicht so das Problem. Das geht schon. Ach ja, Ming wurde irgendwann mal von Xian Su rasiert. Wobei ich nicht sicher bin, wie geil Ming... Beraten. Das sind die Brüder von Piraten. So. Naja, bald habe ich die Scheiße da integriert, dann kann ich den nächsten Krieg führen. So, haben die neue Verbündeten gefunden? Nö. Niemand mag Udege, finde ich gut. Ich könnte natürlich Ming den Krieg erklären. Ich kann doch meine Truppen durch Russland nach da unten schicken. Ja. Könntest du. Das kann ich in der Tat.
Das ist alles nicht hier drüben. Lorenz, irgendwas. Immer drin hier. Ich könnte aber lieber ein Flaggschiff vielleicht bauen. Welche Kompanie ich jetzt bekommen habe. Oh, ich sehe plötzlich ganz Asien endlich mal. Finde ich geil. Ich sehe endlich mal was in Asien. Großer Fan. Wo kann ich hier nochmal? Also, erstmal alles in Besitz nehmen, ja. 46%! Oh, so knapp. Was? Handelseinfluss bei Malakka. Wie viel brauchst du? 50? Dann kriege ich einen Händler zusätzlichen. Irgendwie schon scheiße. So, Chancen, Kolonisten. Ich glaube, ich brauche keine Kolonisten mehr. Ich glaube, das kann ich auch rauswerfen. Ich habe so viel Koloniewachstum. Das ist ja großartig. Ach doch, jetzt habe ich einen zusätzlichen Händler. Oh Gott, wo verwende ich den? Jetzt kann ich doch Handelseinfluss übertragen. Hast du nicht schon alles voll mit Händlern so langsam mal? Du hast doch irgendwie 50 Stück, oder? 24. Wie viel habe ich? Ich habe 8. Oh, merken wir endlich mehr. Endlich merken sie es mal. Möchtest du vielleicht eine Provinz von mir erwerben? Eine Provinz von dir erwerben? Nein, ich glaube, ich habe nicht genug Handel. Das macht mir diese eine Provinz da hinten. Nee. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, wenn du die Provinz von mir kaufen würdest. Wow, viel würdest du mir auch nicht bringen. Nehmen sie als Prestige-Provinz. Fehler. Ich bin schon wieder nicht mehr synchron. Was denn das? Mhm. Delfine, was machst du? Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Hatten wir noch nie. Also wieder laden. Ich hab gespeichert. Jupp. Müssen heute wohl früher Schluss machen. Wobei, die Institution können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Die spawnt bestimmt auch wieder in Spanien. Ja, einen Krieg wollte ich auch noch machen. Ich war gerade am Anlaufen. Ich überlege, ob ich Ozeanien einnehmen kann da unten. So viel ist nicht mehr frei, dass ich noch erobern könnte. Ach doch, bei mir geht schon noch ein bisschen was. Ja, aber ich habe keine richtigen Verbündeten. Also ich habe Spanien, dann hört es halt auf. Dann habe ich noch Russland, aber das bringt immer seine Truppen nicht ran. Und dann Ägypten, ja gut. Es existiert halt das Ding, ne? Es existiert halt. Muss mich wieder einladen. Spiel starten. Irgendjemand ist da gerade abgehackt.
Also ich weiß nicht. Obwohl Terrace Nightmare inzwischen besser im Multiplayer funktioniert. Willst du es ausprobieren? Ne, ich glaube nicht, dass die nächste Gruppe das spielen möchte. Was spielen wir denn? Voltaire's Nightmare. Im Multiplayer. Das sagt mir gerade nichts. Ist das das, wo man die zufälligen Kontinente bekommt? Nein, das ist das, wo das Heilige Römische Reich mit 12.000 Provinzen da ist. Und ganzen Nationen da im Heiligen Römischen Reich drin ist. Kennst du nicht die Mod Voltaire's Nightmare? Nee, ich kenn May und Texas. Das kenn ich nicht. Oh, jetzt sehe ich auch mal mehr von Asien. Ach, du siehst auch endlich mehr von Asien. Jo. Ja, ich glaube, also wenn du anfängst, am Anfang von Voltaire's Nightmare hat das Heilige Römische Reich irgendwie 400 Nationen oder sowas. Oh, alter Schicht. Wenn du später anfängst, ist es noch ein bisschen weiter nach Norden expandiert. Ich glaube, da hat es dann irgendwann so um die 480. Du hast sehr viele Nationen da drin. Oh, Österreich. Oh Gott, Österreich macht schon wieder Expansion nach Frankreich. Och. Och nö. Wir müssen Frankreich dann bald wieder angreifen, damit wir noch was bekommen. Geht aber noch nicht, wann geht denn das wieder? 47 dauert noch 2 Jahre bei uns. Ich habe erstmal nicht viel zu bauen, also ihr könnt auf 3 stellen. Ja, aber ich möchte gleich was erobern. Lass es mal so. Oder ich versuche es zumindest. Ich möchte darüber nachdenken, Truppen. Ich muss erstmal meine Truppen verschieben und dann. Das ist Hannover. Ja. Ich kann ja Truppen bei dir abstellen, bei Spanien. Und dann kann ich dir trotzdem noch einen Krieg haben, ne? Ja, bitte. Kann ich da stehen? Da kann ich stehen. Wollte ich irgendwas bauen oder habe ich Geld gespart? Lass einfach mal Zeug bauen, passt schon. Dann kann ich da wieder. Oh. Ich glaube, da kann ich keinen Krieg mehr führen, weil Xianzu sich jetzt alles nehmen wird. Französische Nationalisten, sowas akzeptieren wir aber nicht. Also noch Aufständische. Nationalisten, hallo? Ja, gar nicht. Ah, da. Okay. Ah, Lüttich wird bei dir aber auch schwierig, oder? Lüttich wird bei dir aber auch nichts, oder? Was wird nichts? Lüttich einzunehmen. Lüttich. Sehe ich nicht, dass du das noch einnimmst. So, ja, ich muss gerade falsch rum. Gut, da kann ich jetzt Krieger klären. Also wegen Diplomaten nicht kann ich Krieger klären. Ohne ist schwierig. Das ist immer ein Aufstand, alter Schwede. 45. Was
machst du denn schon wieder für einen Scheiß? Muss die Aufständischen töten, bevor sie. Ach nö, was soll denn das jetzt? Wieso haben denn jetzt deine Scheiß auch Nationalisten? Sind das deine Nationalisten? Ja, das sind sie der Ruhe gewandert. Ach du! Ich habe gerade keine Truppen, die ich da hinschicken kann, weil ich gerade im Krieg bin. Kannst du nicht deine Nationalisten bei dir behalten? Was soll denn das? Meine Flotte kann ich nicht. Ist schwierig alles schon wieder. Oh Moment, das existiert ja noch, das Land. Ah, eine Provinz haben sie ihn gelassen, wie nett von ihnen. Wie nett. Wie sieht es da unten aus? Belagerung läuft. Sollte nicht lang dauern, die sind technologisch ja irgendwo noch in der Steinzeit. 23, ja komm.